Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge von Snake Area, der Special Edition. Ja, Level 1 bis 6 haben wir bereits fertig. Nun heißt es Level 7 angehen und genau das werden wir jetzt auch machen. Und ja, wie immer ein Gegner. Ich bin ja da. Ich bin davon ausgegangen, dass ich eigentlich wieder links starte. Das kam jetzt etwas überraschend und der Gegner hat... Oh, Alter! 4 Stück auf einmal kriegt er! Das kann's ja wohl nicht sein, oder? Okay, damit beginnt die große Aufholjagd. Ey, sag einmal. Ja, da ist leider sehr viel... Das gibt's nicht. Sehr viel Glück auch bei der Sache. 8-2. Ey, wehe, den kriegt er jetzt. Oh, da riskiere ich einfach mal, dass die Hälfte von meinem Snake hier weg ist. Ja, darf ich auch mal wieder etwas Glück haben. Und das Stop-Sign. Das könnte eventuell die Chance bringen, dass ich... Nein! Shit. Egal, Hauptsache, ich krieg den als erstes. Ja. Und jetzt werde ich ihn direkt mal... Ups! Obwohl, das war gar nicht mal so blöd. Das war Self-Kill with Steel. Nee, Self-Kill with Skill. So. Und da nehme ich jetzt mal in Kauf, dass ich so gut wie alles von meinem Wurm verliere. Yes! Und das war schlecht. Scheiße. Aber 13-11, Mann, ich habe das echt schon aufgeholt. Man, 6 Punkte mal eben aufgeholt. Das ist schon eine Leistung. So, jetzt werde ich mal schauen, dass ich das Item kriege. Fuck. Ah, komm rüber. Nein! Wo ist es? Fuck it. Komm. Nein, kriegt er das auch noch. Muss ich natürlich schauen, dass ich jetzt an den hier rankomme. Oh, und dann nehme ich jetzt den Teleporter. Komm. Scheiße, er ist vor mir da. Dann... Ach du Depp, ey. Ah, lass mich töten. Ich habe jetzt einfach rückwärts gedrückt, weil dann sterbe ich automatisch. Also das war wieder ein smarter Self-Kill. Nein! Ja, er ist gestorben, kurz bevor er da war. Sehr gut. Da komme ich jetzt bitte vor ihm dran. Yes! Und er stirbt dabei auch noch. Großartig. So, an den komme ich auch ran. Und das ist auch schon der letzte. Bam! Sah nicht gut aus am Anfang für mich, aber... Jetzt dann doch. Und jetzt wird's... Oh, schau dir mal das Level an, ey. Und das gegen 2 Gegner... Ich habe gehofft, dass genau das passieren wird, dass so ziemlich alle jetzt gleich bei mir am Anfang sind. Und... Boah, der hier ist hart, Mann. Ein Dreier. Boah, aber es hat sich gelohnt, das hat sich gelohnt. Und ja, hier in der Mitte gibt es eben wieder diese komischen Röhren. Und da könnte ich jetzt... Nein, kann ich nicht mehr. Das heißt, ich werde hier gemütlich mal darüber gehen. Da passiert mir eh nichts. Und dann habe ich den. Jetzt schaue ich mal, dass ich dank diesem Item möglichst viel krieg. Jawoll! Das hat sich richtig gelohnt. Da werde ich jetzt gar nicht erst drüber gehen, weil ich weiß, dass ich langsamer sein werde. Seht ihr deswegen. Das Item wollte ich eigentlich aufnehmen, aber ist egal. Das kann ich jetzt gleich noch machen. Nämlich genau jetzt. Aber es hat sich leider nicht gelohnt. Okay. Aber wir kriegen wenigstens den hier. Also gut, auch in dieser Runde bin ich der deutliche Favorit. Aber auch hier mit etwas mehr... Boah, das habe ich gut gemacht. Das habe ich verdammt gut gemacht. Komm, gib ihn mir. Scheiße. Aber auch hier mit deutlich mehr Konkurrenz gerechnet. Ja, nice. Den noch erwischt haben. Okay, das war blöd. Ah, halt, da war gar nicht so scheiße. Und schaut euch das mal an, ich gebe richtig Gas. Wer hätte damit gerechnet? Also ich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe das... Das war's schon wieder. Nach einer Minute 41. Ich weiß nicht, ob es einfach an meinen Skills liegt, aber okay, das ist hart, das Level. Das ist extrem hart, das Level. Das ist hier fast eine Glücksgeschichte, je nachdem, wo der Rabbit auftaucht. Also man... Können es jetzt echt so machen, dass ich einfach... Ja, toll. Und dann kriegt der Grüne hier so einen epischen Dreier. Nicht falsch verstehen, bitte. So, jetzt muss ich doch glatt mal ins grüne Feld rüber. Und man sieht, es hat sich gelohnt. So, jetzt die Frage, wer kommt am schnellsten zu dem orangen Feld? Das wird logischerweise der orange sein. Und Gott sei Dank ist der nächste im gelben Feld. Hier wird es schwierig, weil hier ist echt teilweise einfach eine Glückssache.
Aber gut. Oh, nee, da komme ich nicht ran. Da lasse ich mich auch gar nicht erst dahin. Ah, doch, hätte ich vielleicht mal machen sollen. Ich riskiere es mal. Ah, nee, da habe ich aber Gott sei Dank ganz schnell reagiert. Und hab das Glück, dass gleich mehrere hier sind. Da werde ich jetzt nicht hinkommen, weil ich zu langsam dafür bin. Aber direkt dann hier hoffentlich. Ja, da habe ich ihm den Weg einfach mal versperrt. Komm dann logischerweise auch hier am schnellsten hin. Oh, gleich zwei auf einmal. Drei, vier, fünf. Ah, ich liebe... Oh, schön. Dann machen wir auch gleich noch einen sechsten draus. Das ist halt das Glück. Also ich könnte auch echt... Oh, was für ein Glück, ey. Habt ihr das gesehen? Wahnsinn. Also man könnte auch echt das Glück Pech haben und du kriegst so gut wie gar keinen. Und ja, dann schaff's erstmal. So, da werde ich jetzt wohl am schnellsten hinkommen. Jawohl, und damit fehlt mir nur noch einer, der ist in meinem Feld. Nein, er ist vor meiner Nase, aber wird mir wieder weggenommen. Verdammt. Und bin ich schneller? Nein, bin ich nicht. Ich nehme jetzt mal den Speedy und schaff es dank dem Speedy. Oh, war das episch! Vom einen Feld zum anderen. Und selbst dieses Level in nur einer Minute 44 geschafft. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Parts so kurz werden. Aber ich bin echt überrascht von meiner Leistung. Oder schlicht und einfach von meinem Glück. Jetzt geht's auf die nächste Seite. Das heißt, wir klicken hier auf Next und sehen die nächsten neuen Level. Und schaut euch mal das hier an, mit ganz vielen Farben hier. Also ab hier wird's wirklich ganz, ganz krass. Okay, das sind auch fast die letzten Level. Hier wird's jetzt noch nicht ganz so hart. Hier sieht's schlimm aus, hier sieht's schlimm aus, hier sieht's sehr schlimm aus mit 8 Teleportern. Da wird's richtig, richtig krank. Aber wie gesagt, bleibt auch jetzt wieder dran. Das war jetzt eine harmlose Runde. Ich möchte mich ja fast schon dafür entschuldigen, aber... Wer das Glück hat, der soll es auch kriegen, ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir eventuell sogar ziemlich leiden können.